Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich euch mal ein paar Programme und Browser-Erweiterungen für Chrome vorstellen, die einem als Student oder Schüler oder Abiturient sehr, sehr viel nützen können, beziehungsweise einfach Programme, die mir damals geholfen haben und die ich verwendet habe. Ich habe schon mal sowas Ähnliches gemacht, allerdings war das auf Apps fürs Handy bezogen, also das Video kann ich euch mal verlinken. Das war damals in meiner Back-to-School-Reihe, da habe ich euch nützliche Apps für die Schule und für Organisation und so weiter vorgestellt und jetzt mache ich das Ganze quasi für den PC. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Das erste Programm, was ich euch heute vorstellen möchte, heißt PDF Element. Und wie der Name schon sagt, kann man damit PDFs bearbeiten oder konvertieren. Also du kannst zum Beispiel Word- oder Excel-Dokumente auch in PDF-Dateien konvertieren, beziehungsweise kannst du das auch quasi umgedreht machen, also PDF Dateien umgedreht konvertieren, dass du sie halt wieder in Word bearbeiten kannst oder so. Und du kannst auch allgemein in dem Programm PDF-Dateien bearbeiten. Zum Beispiel bei Anträgen macht sich das super praktisch, wenn du zum Beispiel keinen Drucker hast und das einfach alles per E-Mail machen willst, dann kannst du da schön alles bearbeiten, eintragen und dann vielleicht per E-Mail wegschicken oder vielleicht, wenn du so kurz vor der Frist bist und so denkst, naja, wenn ich das jetzt noch ausdrucke und wegschicke per Post, dann kommt es eventuell jetzt nicht mehr vor der Frist an, dann ist das auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das alles ganz genau funktioniert. Also ja. So, also das ist jetzt das Programm PDF Element und ich gehe erstmal diese einzelnen Felder mit euch durch. Also hier kann man, wie gesagt, eine PDF bearbeiten, das zeige ich euch gleich noch genauer. Also Texte, Bilder und andere Objekte in PDF hinzufügen, entfernen, ausschneiden, einfügen oder bearbeiten. Dann kann man, wie gesagt, PDF konvertieren, also eine PDF in bearbeitbare Formate konvertieren, wie schon gesagt, in Word oder Excel oder PowerPoint. Hier kannst du eine PDF erstellen aus einem Microsoft Office Programm oder Bildern und auch zusammenfügen aus verschiedenen Dateiformaten. Ja, und wir bearbeiten jetzt mal eine PDF. So, also das ist jetzt hier ein Formular, was eventuell auf einige von euch zukommt, und zwar ein Antrag auf Ausbildungsförderung, also BAföG. Und hier könnte man jetzt einfach so was einschreiben, was halt mega, mega cool ist, wenn ihr das halt nicht ausdrucken könnt. Also wir machen das jetzt einfach mal. Gehen wir einfach mal Universität Potsdam ein, also meine Uni. So, dann schreibe ich jetzt hier ein Europäische Medienwissenschaft. Also mein Studiengang. Und Bachelor of Arts. Genau, also müsst ihr dann halt eures eintragen, ne? Ist ja klar. Genau, und wenn das solche Bögen sind, die das erlauben, kannst du halt hier einfach auch ankreuzen, also weiblich, naja, mehr oder weniger irgendwie schon ledig, also verheiratet bin ich zumindest noch nicht, Staatsangehörigkeit Deutsch und so weiter, und dann kannst du halt hier eintragen, so, ne, ich wohne natürlich in der Musterstraße, wo sonst, und in Potsdam gibt es nämlich eine Musterstraße, ne, you know, genau, und wenn du dann fertig bist, kannst du halt einfach hier oben auf Speichern klicken, nee, das ist Drucken, hier oben ist Speichern, und kannst es halt wieder als PDF exportieren und dann einfach an deine E-Mail ranhängen und ja, dann hast du das quasi, ohne das auszudrucken, ausgefüllt, was halt mega praktisch ist. Das nächste Programm, beziehungsweise die nächste Programmgruppe, war echt so mein Lifesaver in der Schulzeit. Ich hatte nämlich nie Word oder Excel oder PowerPoint auf meinem PC und diese OpenOffice Programme, die sind einfach nicht das gleiche, sind wir mal ehrlich, damit kannst du eigentlich nicht ordentlich arbeiten. Deswegen habe ich dann immer auf die jeweilige Google-Software zurückgegriffen. Also es gibt Google Docs, das ist quasi wie Word, es gibt Google Tabellen, also wie Excel oder Excel, wird das ja eigentlich ausgesprochen, und es gibt Google Presentations oder Präsentationen, das ist dann wie PowerPoint. Und ich muss sagen, damit kann man echt genauso gut arbeiten, also du kannst sogar noch Schriftarten importieren. Und das Coole ist bei Google Presentations, dass du, also ich zeige euch das auch gleich noch, also es gibt so eine Seite, die heißt Slice Carnival, und da kannst du so Vorlagen, die gibt es allerdings auch für PowerPoint, aber also falls ihr jetzt PowerPoint nutzt, aber halt auch für Google Presentations, Vorlagen runterladen und dann verwenden, und die sehen halt richtig cool aus. So, das ist jetzt die Seite, wo man diese Templates runterladen kann. Ich wollte euch das einfach mal ganz kurz zeigen, wie das alles so aussieht. Also man kann hier erstens nach verschiedenen so Anlässen sortieren. Ich glaube, ich hatte meistens Elegant oder sowas. Und da kommen auch immer neue Templates rein, also zum Beispiel das gab es noch nicht, als ich damals zur Schule gegangen bin. Und wenn du das nutzen willst, klickst du einfach hier drauf und dann
kannst du dir einfach Use as Google Slides Theme oder Download as PowerPoint Theme Template, je nachdem, was ihr halt habt. Und dann dann erstellst du einfach eine Kopie, die ihr dann bearbeiten könnt und that's it. Und Leute, ohne Mist, ich habe damals immer so viele Komplimente für meine Präsentationen bekommen, die ich halt alle wirklich in diesem kostenlosen Programm, also in Google Presentations gemacht habe. Und ja, ich meine, warum sollte man für irgendwas Geld bezahlen, wenn man es auch kostenlos nutzen kann? Und das Coole ist halt, dass ihr euch ja da anmeldet, also mit dem Google-Account, also dem Account, den ihr jetzt auch für YouTube benutzt. Und dann könnt ihr das quasi von überall aus bearbeiten. Also das wird ja dann quasi wie auf dem Server oder auf der Cloud, weiß ich nicht wo, gespeichert. Also ja, auf Drive, also es ist eine Cloud und da könnt ihr von überall das bearbeiten. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwo seid und so denkt, ah, ich habe jetzt Zeit, dann ist es jetzt nicht so, dass ihr so sagen müsst, ah Mist, ich habe aber jetzt den Stick, wo die Datei drauf ist, nicht mit, sondern ihr könnt das dann einfach, könnt euch von unterwegs aus einloggen und dann von unterwegs aus diese Datei bearbeiten. Und das Witzige ist, also man kann sich ja die ganzen Apps auch aufs Handy laden. Ich habe damals bei meiner komplexen Leistung, also meinem, wie heißt das woanders, ich glaube Facharbeit oder Seminararbeit, je nachdem wie das bei euch heißt, habe ich manchmal einfach abends, wenn ich nicht schlafen konnte, am Handy weitergeschrieben, weil du hast dann die App auf dem Handy und dann kannst du so tippen, so ja, also das war dann immer so meine Abendbeschäftigung. Das ist auch ganz cool, da musst du halt nicht immer dann deinen Laptop oder deinen PC anschmeißen. Genau. Das nächste Programm heißt Evernote. Das ist auch eine Website quasi. Du kannst es hier aber auch als App oder als Programm auf den PC laden. Das ist einfach, wie der Name auch schon sagt, eine Notizsoftware bzw. ein Programm, wo du halt Notizen machen kannst, also Listen schreiben kannst. Also ich habe damals zum Beispiel immer meine Packlisten da reingeschrieben. Da kannst du auch diese Listen mit Schlagwörtern versehen, damit du das am Ende noch irgendwas wiederfindest. Und ich muss sagen, ich habe die früher extrem oft und extrem viel benutzt, aber jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht mehr, weil ich mir dann doch meistens eher handschriftliche Notizen mache. Aber falls ihr eher der Fan von so digitalen Notizen seid, dann ist Evernote echt, echt cool. Wie gesagt, die gibt es halt auch als App und für den PC und dann kannst du auch von verschiedenen Geräten aus immer deine Notizen so sammeln und erweitern. Vielleicht auch, wenn du irgendwelche Projekte planst und Konzepte entwickeln willst. Also man kann da halt auch Bilder hinzufügen und all that stuff. Probiert es einfach mal aus. Genau, also das ist jetzt die Startseite von Evernote. Das ist teilweise kostenpflichtig, aber es gibt auch ein Basic-Paket, was nichts kostet, glaube ich. Man muss sich auch anmelden, aber das geht auch mit dem Google-Account, den ihr ja sowieso alle habt, wenn ihr auf YouTube angemeldet seid. Ja, wir gehen einfach mal Funktionen durch. Also das sehe ich jetzt nicht so sinnvoll, aber ansonsten kannst du hier halt auch mit Vorlagen arbeiten. Deine Notizen werden synchronisiert, also dann halt auch mit dem Handy. Du kannst in PDFs und Dokumenten suchen. Also du kannst einfach ein Wort eingeben und das findest du dann auch in Dokumenten. Falls du irgendwie ein Team hast, also eine Firma oder so, kannst du das halt auch mit deinem ganzen Team zusammen nutzen. Du kannst was in handschriftlichen Notizen suchen, also vorausgesetzt, Evernote kann deine Handschrift lesen. Eine Scanner-Funktion ist ja auch dabei. Mensch, die haben das ja ganz schön ausgebaut. Also damals, als ich das benutzt habe, gab es, glaube ich, nur so Notizbücher und Schlagwörter, die man halt benutzen konnte. Ja, that's nice. Die nächste Sache ist eine Browser-Erweiterung, die ich schon fast vergessen habe, weil das irgendwie für mich total selbstverständlich geworden ist. Und zwar heißt es Wikivand. Das ist eine Browser-Erweiterung, die Wikipedia schöner macht. Also wir müssen ja alle ehrlich gestehen, dass Wikipedia so als Website total kacke aussieht, mit diesen ganzen blauen Links und überhaupt, you know. Und Wikivand macht das einfach alles ein bisschen schöner. Also ich blende euch mal einen Screenshot ein, wie das dann quasi aussieht. Also Wikivand gibt es dann einfach im Chrome Web Store. Also gibt das einfach ein und dann klickt ihr halt hier in Chrome hinzufügen, würde dann bei euch halt stehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wie ihr seht, schon sehr, sehr viel angenehmer und schöner als das normale Wikipedia, weil das normale ist ja so, wie gesagt, der Text gefühlt von links nach rechts. Und so kann man echt schöner lesen und das macht doch alles irgendwie ein bisschen mehr Spaß, finde ich. Und ich weiß, dass man in vielen Schulen, beziehungsweise viele Lehrer mögen das nicht, wenn man Wikipedia nutzt, aber müsst ihr halt für euch abwägen, ob das sinnvoll ist, ob ihr das nutzen dürft oder nicht. Also bei uns war es damals halt so, wir durften es schon irgendwie nicht nutzen, aber jeder hat es dann irgendwie so gemacht, dass man andere Quellen angegeben hat, also so wissenschaftliche Quellen, aber so seine Informationen dann trotzdem mehr oder weniger von Wikipedia hatte. Das war also bei uns der Trick irgendwie, genau. Also falls ihr es nutzen dürft, probiert es aus. Und die letzte Sache, die ich euch noch empfehlen kann, ist jetzt weder ein Programm noch eine Browser-Erweiterung, sondern eher so von Google noch eine eigene Suchmaschine, und zwar Google Scholar. Das wurde uns in der Uni empfohlen, wenn wir Hausarbeiten schreiben, dann sollen wir halt über Google Scholar suchen, weil man da wirklich
wissenschaftliche Texte findet. Also besonders auch, wenn ihr vielleicht in der Uni eine Hausarbeit schreibt oder eine Facharbeit in der Schule oder eine Seminararbeit, wie auch immer das bei euch heißt, ne, dann könnt ihr darüber suchen, weil dann findet ihr wirklich seriöse Quellen, wissenschaftliche Quellen und nicht hier Wissen macht ADE oder so, wo halt einfach unseriöses Zeug drin steht. Genau, das ist, denke ich mal, wirklich eher so für die Oberstufler hilfreich, beziehungsweise für Studenten, falls ihr da das gerade anschaut und Student oder Studentin seid. Genau, das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande, weil ich persönlich bin auch eher der Fan von Googlen. Also ich gehe nicht so gerne in die Bibliothek und suche aus irgendwelchen Büchern irgendwas raus, aber ich will halt trotzdem wissenschaftliche Texte haben und Fachtexte, wenn ich halt über irgendwas recherchiere, worüber ich dann auch eine Arbeit schreibe. Und deswegen ist halt Google Scholar schon echt hilfreich. Genau, so das war's für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wie immer wünsche ich allen Abiturienten ganz, ganz viel Erfolg bei ihren Prüfungen und natürlich auch allen anderen Schülern und Studenten, falls ihr jetzt Prüfungen oder Tests oder LKs oder sowas schreibt. Ihr schafft das und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao!